Hallihallo und guten Tag. Mein Name ist Sonja Schulte, ich bin unabhängige Demonstratorin von Stampin' Up. Ich möchte euch heute ein kleines, aber feines Projekt zeigen. Das stammt von Papers Maiko. Ich habe Christina gefragt und sie war so freundlich, mir zu erlauben, ihr Video in Deutsch zu übersetzen. Das möchte ich gerne jetzt tun. Das ist eine kleine quadratische Box. Sie nennt das Cube Box, glaube ich. Einen Moment. Sie nennt das 2-Inch Cube Box. Ich nenne das jetzt einfach mal quadratische Box, weil es das genau ist. Diese Box ist total toll, weil es ist klein, es ist handlich, es ist praktisch. Und sie hat einen versteckten Verschluss eingebaut in Form eines Magneten. Jetzt fand ich diese Box zwar sehr süß und dieses Video bekommt man bei ihr halt unter Papers Maiko, wie ich schon gesagt habe. Ich fand die ein kleines bisschen klein. Und ich muss dazu sagen, das hier ist mein Muster, also das machen wir gleich in hübsch. Ich habe die vergrößert, nämlich um ungefähr ein Drittel, wie man hier ganz gut sieht. Und diese große Box, die möchte ich heute mit euch bauen. Auch das ist mein Muster, die ist nicht sonderlich hübsch im Moment, aber die machen wir jetzt gleich hübsch. Ich habe mich entschieden für dunkles Papier in Espresso und gelb-braunes, da ist auch Espresso mit drin, Papier als Designpapier. Was ihr braucht, einen Moment, ein Stück Farbkarton in, ach so, nochmal eben kurz vorweg, ich mache meine Angaben alle in Inch. Ich finde es einfacher, aber ich werde dem Video auch immer die Zentimetermaße noch mit hinzufügen. Ihr könnt auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de, könnt ihr auch alle Maße nochmal gesammelt nachlesen, sowohl in Inch als auch Zentimeter und auch die Materialien, die ich verwendet habe, was ihr hier so noch seht, was ihr so braucht. Also, nochmal von vorne. Ihr braucht einen Farbkarton in 11,5 mal 9¼ Inch. Dann braucht ihr 5 solche kleinen Quadrate an Designpapier in der Größe 2,5 mal 2,5. Und ihr braucht ein kleines Stückchen, oh, ich sehe gerade, nein doch, ist okay, in der Größe 2,5 mal 3/4 Inch. So, und jetzt habe ich hier schon die Materialien, die ihr so braucht. Das ist nicht sehr viel. Ich brauche natürlich mein Falz- und Schneidebrett. Ich brauche eine Schere, ich brauche ein Falzbein, ich brauche Kleber und Glue Dots, ich brauche mein Snail, ich brauche eine kleine runde Stanze, zeige ich euch nachher, das nämlich zur Abdeckung des Magneten. Ich brauche Magnete und ich brauche meinen Eckenabrunder. Und das war es eigentlich schon, mehr brauche ich nicht. Dieser kleine Streifen hier ist übrigens von dem 12×12 Papier der Rest oder ein Rest davon. Das nutze ich gleich, um die kleinen Kreise auszustanzen. Deswegen liegt das hier noch. Okay, räumen wir mal eben beiseite. Und falzen mal eben das Papier. So. Auch diese Maße werdet ihr, die Falzmaße werdet ihr auf meiner Internetseite finden. Ich füge sie dem Video auch bei. Ihr seht das also. Das hier ist die 9,1, wir fangen mal mit der langen Seite an. Das hier ist die 12,5 Inch Seite. Und zwar falzt ihr das bei 2¾, bei 5,5, bei 8¼. Und bei 11. So, einmal drehen auf die 9¼ Seite und dort bei 2¾,
5,5 und 8,25. So, das war's schon. Na, das legen wir mal beiseite. So, jetzt falze ich das alles einmal. So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen was abschneiden. Und zwar hier auf... Oh, die habe ich nicht gefalzt. Einen Moment, die habe ich vergessen. Dann sieht man die Linie noch etwas besser. Auf der Seite habe ich jetzt vor mir liegen die 1,5 Inch, den 1,5 Inch Rand. Und oben habe ich den 1-Inch-Rand liegen. Davon schneide ich jetzt ab. Unten das letzte Rechteck. Einmal. Und oben die beiden Rechtecke, so dass mir nur von den Quadraten in der Mitte das eine übrig bleibt. Das lasse ich stehen. So. Und so sieht das dann aus. Hier ist diese eine Lasche. Und dann drehe ich es mir um. Jetzt habe ich hier die 1-Inch-Seite, sage ich mal. Das hier lasse ich stehen, weil das ist nachher... Einen Moment. Das ist das hier, was wir brauchen, die Klappe und der Deckel. Das lasse ich also stehen. Und diese drei Quadrate mit den Laschen, das schneide ich komplett raus. Das ist natürlich relativ viel, was ich da abschneide. Aber zum einen könnt ihr das noch für Stempel zum Beispiel benutzen, Stempelhintergründe. Wir brauchen auch hier zum Dekorieren noch was. Da stanzen wir uns auch gleich noch was aus. Ach, dabei fällt mir ein, ich habe den Stempel noch gar nicht rausgenommen. Das hole ich gleich nach. So, das lassen wir mal hier liegen. Das kommt weg. Dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, ihr habt hier den Deckel und die Lasche. Das ist eure Klebelasche. Und das hier unten, der Teil, das ist der Boden. Und den müssen wir jetzt noch ein bisschen einschneiden, damit wir den gleich falten können. Und zwar bei allen Falzlinien wird das eingeschnitten. Bei der ersten, da schneide ich hier eine kleine Ecke raus, das erleichtert mir nachher das Kleben. Beim zweiten Schnitt mache ich das nicht, zeige ich euch gleich warum. Und beim dritten Schnitt mache ich das wieder, dass ich so eine kleine Ecke hier rausschneide. Okay, dann kommt auch schon das Klebeband da drauf. Und zwar einmal, das hier ist ja die Außenseite. Auf die Außenseite an die Lasche bringt das möglichst dicht an die Falzkante ran. Ich meine Klebeschere. Einmal. Und an die erste Klappe ganz unten auch schön weit an den Rand ran.
So. Und wie gesagt, das ist die Außenseite. Jetzt brauchen wir für die Innenseite auch einmal einen Kleberand, nämlich die hier. Das heißt nicht die äußere, sondern die zweite innere. So, das war das. Bevor ich die Box jetzt zusammenbaue, werde ich die dekorieren. Das heißt, ich werde da schon mal DSP ranmachen. Also es ist etwas einfacher. Eine Sache noch. Das hat Christina von Papers, Mike und nicht gemacht. Ich finde das immer ganz schön, auch wenn das eine Cube-Box, eine quadratische Box ist, finde ich es immer sehr schön, wenn die Laschen vorne, das was man sieht, abgerundet sind. Das finde ich viel, viel hübscher. Aber ich glaube, das ist so ganz persönlicher Geschmack. Ich runde die Ecken von der Lasche hier ab. Genau. So. Okay. So, und jetzt kommt das DSP da drauf. Nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Quadrate. Da haben wir die 5 Quadrate. Und 1 für hier oben. Und da ich das hier abgerundet habe, runde ich das hier auf der einen Seite auch ab. Das ist natürlich ein bisschen tricky, weil das so schmal ist. Aber das geht schon. So. Okay. Abgerundet. So, das Ganze mache ich mit Snail fest. Einmal hier oben. Da müsst ihr halt sehen, ich bin ein sehr großer Freund davon, überall ein Achtel am Rand übrig zu lassen. Das macht aber jeder, wie er möchte und nach eigenem Geschmack. Manche lassen auch ein bisschen mehr Platz. Aber wie gesagt, das ist ja, ich muss mal eben gerade gucken, das ist so ein bisschen angebräunt. Das ist ja, was die Abstände angeht, auch wieder totale Geschmackssache. Ich mache das halt sehr gerne. Ich finde, das sieht sehr hübsch aus, wenn man vom Farbkarton unten noch entsprechend was sieht. So. Und da sind wir schon beim letzten. Den haben wir so. Dann machen wir den so. So. Okay. So soll es jetzt aussehen. Ich habe etwas vergessen. Ein Werkzeug. Das Wichtigste, wenn ich mit dem Sticky Tape, mit dem roten doppelseitigen Klebeband arbeite, ohne das Ding arbeite ich da nicht mit. Bauen wir erstmal die Box zusammen quasi. Und zwar lege ich das hier immer so halb drüber, falte diese andere Seite ran und jetzt muss ich halt sehen, dass ich gut an den Rand komme und nicht drüber. Okay, dann machen wir unten. Und so. Den. Okay. So, wenn ihr das jetzt nämlich aufklappt wieder. Na, können wir. Dann ist hier die Klappe. Ihr macht erst die Seitenteile rein.
Und dann den. Und zum Schluss den drüber. Okay. So. Jetzt ist im Prinzip die Box schon so gut wie fertig. Jetzt fehlt uns noch der Magnet. Und zwar habe ich da so kleine Kraftmagnete. Da nehme ich mit zwei von. Die Dinger sind echt heftig. Ich weiß auch nicht. Die sind eigentlich wahrscheinlich dafür gemacht, so ein kleines Ding ein Auto zu halten oder so, so kräftig wie die sind. So, grundsätzlich befestige ich die mit Glue-Dots. Das hält immer sehr, sehr gut. Ein Glue-Dot auf den. So, und das kommt hier oben. Hier ist die Klappe. Mittig ungefähr hier rauf, so gut nach Augenmaß. Und auf den setze ich jetzt noch zusätzlich, erstmal, weil ich finde, es ist schöner, das abzudecken, so einen kleinen Punkt drauf. Auch wieder mit einem Glue Dot. Es bleibt euch überlassen, ob ihr das macht. Ich finde es halt sehr schön, wenn das nochmal abgedeckt ist und man den Magneten nicht komplett sieht. So, da soll es dran heften. Da muss ich jedes Mal drüber nachdenken. Das heißt, das muss die Außenseite sein. Dann kommt da jetzt ein Glue da drauf. Und das kommt hier in die Innenseite. Ihr habt hier so einen kleinen Abstand. Auch ungefähr mittig. Und auch das ist wieder nach Augenmaß. Ihr könnt das natürlich auch messen. Ich mache das jetzt mal nach Augenmaß. Und auch da setze ich wieder einen kleinen Kreis drüber, damit der Magnet abgedeckt ist. Und schon, schnapp, schließt die Box nicht, weil ich mal wieder den Magneten falsch rum angebaut habe. Okay, das ändere ich gleich. Eigentlich schnappt jetzt die Box zu, aber wenn man den Magneten falsch rum anbaut, dann ziehen die sich natürlich nicht an. Ich ändere das mal. Das geht ja zum Glück sehr fix. Wahrscheinlich. Eben einmal umdrehen. So, da kommt ein neuer Glue-Dot drauf. Und der wieder drauf. Und jetzt schnappt die Box auch zu. Schnapp. So. Und fertig ist die, nicht die kleine Cube-Box, sondern die große Cube-Box. Ich finde sie extrem schick. Und wie gesagt, das mit dem Magnet müsst ihr selbst sehen. Die Maße findet ihr alle auf meiner Homepage www.die-lernkiste-nf.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ich habe einiges mittlerweile an Videos auch da. Und die findet ihr natürlich alle im Kanal, in meinem Kanal hier auch bei YouTube. Aber die exakten Maße und alle Materialien, die ich benutzt habe, findet ihr auf meiner Homepage auch nochmal. Vielen Dank nochmal an Christina, dass ich das übersetzen durfte. Ich werde mit Sicherheit das eine oder andere Video von ihr auch zukünftig übersetzen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!